Ja Leute, Tag auch und weiter geht's mit UFO Enemy Unknown hier. Heute mit einer kleinen Modifikation am Start, nämlich die Hintergrundmusik gerade vom Geoscape hier ist angepasst. Das ist nämlich nicht UFO Enemy Unknown, das ist XCOM Terror from the Deep, also quasi die Musik des Nachfolgers. Warum habe ich das gemacht? Na, ist einfach gerade aus aktuellem Anlass. Der gute LST SMR014 ist ja wieder da. Aus Korea, der war ein Jahr lang jetzt weg gewesen. Für die Uni hat er da was gemacht. Beziehungsweise war StarCraft spielen oder sowas. Nein, das war eher ein kleiner Spaß. Der ist jetzt wieder da und ist gestern richtig durchgestartet mit einer richtigen Überraschung. Nämlich der spielt nochmal hier den zweiten Teil von UFO, also quasi XCOM, Terror from the Deep. Da könnt ihr auch mal reinschauen. Und da dachte ich mir, ich passe mal hier ein bisschen meine Hintergrundmusik heute an. Quasi hier auch ein bisschen Terror from the Deep Feeling heute bei mir. So, aber jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier zu Potte kommen. Wir haben ja quasi gerade diese drei Missionen gemacht und die liefen ja mehr oder weniger erfolglos. In dem Sinne, dass ich leider kein Elerium 115 bekommen habe, was ich ja unbedingt wollte. Und ich sehe gerade, ich kann das große Radarsystem auch mal direkt abreißen und stattdessen noch eine Fusionskugelabwehr hinbauen. Weil das große Radarsystem ist ja obsolet geworden, seitdem ich hier den Hyperwellendekoder habe. Und ja, warten wir einfach mal ab, was hier so passiert. Ich mache nochmal hier die, die Diagramme an. Ich habe das Gefühl, die resetten sich immer nachdem ich hier, nach jedem Monat. Was ist denn hier so weit oben? Indien? In Indien geht gerade der Bär ab. Na okay, kann ich aber leider nicht hin. Ist fast außer meiner Reichweite. Forschung abgeschlossen. Der Bewegungsscanner, ja, lange hat es gedauert, bis wir den endlich erforscht haben. Den kann man ja eigentlich ab der ersten Minute im Spiel schon erforschen. Ich finde, der bringt nicht so viel. Da kann man quasi immer sehen, ob sich irgendwo was bewegt. Aber, naja, wenn man ein gut eingespieltes Team hat, dann ist das fast ein bisschen leichter. Was nehmen wir denn jetzt mal? Ich würde mal sagen, hier ein Sektoid können wir mal nehmen. Die haben wir noch gar nicht erforscht. Bewegungsscanner könnten wir jetzt auch bauen. Oh, ein großes UFO, sehr hoch und außerirdischer Terror als Mission. Oh ne, wo will das denn hin? Vielleicht können wir das hier abfangen mit dem Firestorm. Ah, wobei, nee, das war zu schnell. Da können wir, glaube ich, nichts machen. Gucken, wo das hinfliegt. Oh, vielleicht doch. Abfangen, Firestorm. Das wär's natürlich. Ah, Spur verloren. Oh Leute, und die Mission werde ich nicht spielen, wenn sie kommt. Mit Aetheran ist nicht zu spaßen, vor allem nicht im Terrorangriff. Oh no, Rio de Janeiro. Den muss ich auslassen. Tut mir leid, Leute. Das ist schwer Selbstmord, weil, ihr habt das, glaube viele, die jetzt UFO noch nicht gesehen haben, wissen nicht, was ich damit meine. Aber wenn ich da hinfliegen würde, die Aethera sind eine Alienrasse, die meine Leute übernehmen können. Die haben so eine Fähigkeit, so einen Gedankenangriff quasi. Oder auch Psi dann genannt später. Da habe ich eigentlich keine Chance dagegen und würde das lieber erstmal an einem kleinen UFO testen. Also sprich, wenn die Aethera als mit einem kleinen Versorgungsschiff oder so kommen und die quasi nicht so zahlreich vertreten sind wie in der Terrormission. Das muss ich leider wirklich ausfallen lassen. Ich hoffe trotzdem, dass meine Bewertung dann einigermaßen gut wird hier Ende des Monats. Tut mir jetzt ja fast schon ein bisschen leid. Was können wir denn eigentlich nochmal machen? Produktion, wir könnten nochmal hier diese außerirdischen Legierung da bauen. Davon habe ich ja eigentlich auch nichts. Einfach mal so 50 rein hier oder so. 50. Ja. Besser als gar nichts bauen. Forschung abgeschlossen. Die Sektoid-Autopsie. Ja, das sind diese kleinen Süßen. Die es übrigens auch so in ähnlicher Form bei Terror from the Deep gibt. Ich weiß nur gerade gar nicht, wie sie da heißen. Aber die haben fast das gleiche Model, sind halt nur so ein bisschen grün. So, toter Schlangenmensch ist auch mal an der Reihe. Wir haben auch fast nichts mehr hier zum Erforschen. Diagramme, Brasilien geht hoch, Indien geht einigermaßen hoch. Schlangenmensch-Autopsie. Ja. Kann man sich durchlesen, aber ihr habt ja selber schon gesehen, der Schlangenmensch wieder so drauf ist. Den Schnitter, der würde mich aber nächstes Mal interessieren. Und hier passiert wohl nichts mehr. Doch, groß. Oh, und seht mal hier, der hat eine Mission außerirdischer Stützpunkt. Das ist doch mal interessant. Den holen wir uns. Und die Mission wäre dann wirklich eigentlich mal richtig klasse.
Oh, über Wüste wäre am allerbesten. Wo will der denn hin? Oh ja, bleibt da schön in der Nähe. Wir machen hier mal, wir fliegen mal mit dem Firestorm ein Stück weiter. Und jetzt seht ihr eigentlich, dass das auch gar nicht so schlecht ist. Gut, jetzt das UFO ist relativ langsam. Aber normalerweise sind die relativ flott auch unterwegs. Und über Wüste wäre so klasse. Wir warten kurz und dann holen wir das vom Himmel runter. Und zwar genau jetzt, würde ich sagen. Das muss jetzt im ersten Angriff gleich laufen. Okay, los geht's. Und das ist hier so ein doppelstöckiges UFO. Jawoll, und es ist abgestürzt. Oh, und ganz bedrohliche Musik hören wir da direkt. Stützpunkt Soldaten, da werde ich jetzt mal noch vielleicht den nur ich bin wirklich mitnehmen. Ach, muss ich ja hier auf dem Skyranger machen. Besatzung. Nur ich bin wirklich und der Asurana darf auch nochmal mit, bevor wir dann wieder komplett auswechseln. Und der dürfte eigentlich, ein Kommandant dürfte nicht drauf sein, also reicht eigentlich 10-mal schweres Plasma, sollte reichen. Da fliegen wir auch sofort los, dass wir da noch eine Tagesmission haben. Das waren Schlangenmenschen, das ist auch gut. Okay, okay, große UFO-Mission, das freut mich. Sehr groß. Außerirdischer Stützpunkt. Ach du Schreck, dagegen kann ich auch nichts machen. Gegen groß, sehr große UFOs, UFOs, die kann ich noch nicht mal mit dem Plasmastrahl, den meine Abfangjäger haben, Herr der Lage werden. So, aber jetzt bin ich gespannt hier. Großes UFO. Da dürfte auf jeden Fall was zu holen sein. Und wir planen das als eine komplette, als kompletten Raid in Anführungsstrichen. Ich werde hier quasi nichts irgendwie, keine Aliens lebend gefangen nehmen. Ich werde einfach versuchen, alles zu vernichten. Und hoffe, dass möglichst viel noch von dem Raumschiff intakt ist, dass wir da vielleicht eine Menge Illyrium auch bekommen. So, Dark Feeling hat man direkt den ersten gesehen. Wo ist er denn? Da ist er. Wir werden uns aber hinter das Fahrwerk verziehen, wollte ich gerade sagen. Oh. Und Dark Feeling überlebt es einfach mal. Keine tödliche Wunde, fast nichts verloren. Sehr gut. Hinter das Fahrwerk. Und der nur ich bin wirklich wird jetzt mal schauen, ob der den vielleicht erledigen kann. Yeah. So, und für alle, die sich gerade wundern, Mensch, die schießen aber schnell, deine Leute. Ja, das stimmt. Ich habe nochmal hier um 1 hochgestellt, die Feuerrate. Ich denke, das ist okay. Das kann man sich auch so angucken. Hier oben ist natürlich alles sehr verdächtig. Knien wir uns mal hin. Denn nur ich bin wirklich, könnte eigentlich auch mal... So, das ist eigentlich nicht schlecht für die erste Runde. Gehen wir mal ab. Und da ist auch nichts weiter passiert. Und ja, hier die Außenhaut des UFOs, das müsste relativ groß sein. Und wie gesagt, im besten Fall ist da eigentlich noch alles intakt. Und mit Lever wagen wir uns mal hier vor. Ist auch wieder sehr risikoreich, aber Leverfresel ist ja bekanntlich einer der fähigsten meiner Soldaten. Ich bin mir auf jeden Fall mal gesagt. Der Kaktus hier wäre doch ideal als Deckung. Und hier ist auch die Tür. Also hier könnten Aliens rauskommen. Und jetzt müssen wir hier rüber latschen. Oh, und hoffen, dass wir nicht getroffen werden. Da steht auch einer. Kein Problem. Wir haben ja noch ein paar Leute im Raumschiff, die genügend Zeiteinheiten haben. Mr. Donner zum Beispiel. Der wird mal schauen, ob wir den hier kriegen. 24%. Jawoll. Sehr schön. Das ist wichtig, dass da keiner quasi uns den Rücken fällt. Altukar, den werden wir auch mal hier als Backup hier oben aufstellen. Und der nur ich bin wirklich, den werden wir hier in unsere Einsatztruppe mal nehmen. Und da war noch einer da oben.
Da sehen wir noch. So, nochmal Mr. Dordain. Und nochmal ein Kill. Schön, schön. Altukar schafft es bis, fast bis hier an die Schiffswand. Und oh, leider ist hier schon alles explodiert. Da dürfte also vielleicht nicht viel zu holen sein. Och, Mensch. Oh, und jetzt bin ich ein bisschen weit vorgelaufen. Da dachte ich nicht, dass wir da noch was sehen. Leverfresel vielleicht. Hier, komm, 23%. Knie dich mal hin. Sind es auch nur 23, okay. Trifft aber sehr schön. Und jetzt können wir hier mit unserem Einsatztrupp hier, mit den etwas dickeren Rüstungen, also hier dann nur ich bin wirklich zum Beispiel, der Asurana, der wird auch dabei sein, ins UFO gehen. Und hier Dark Feeling natürlich auch. Der, unser Cactus-Man, der sich hier von Kaktus zu Kaktus nach vorne schleicht. Und Black Totoro, den würde ich auch gerne wieder im Einsatz sehen. Oder den Miniman, Psycho-Mikey, den hatten wir auch häufig nicht. Den nehmen wir auch mit. Schauen wir mal, nichts passiert. Das klingt gut. Und Psycho Mikey sichert hier mal. Während wir jetzt hier mal nach vorne gehen. Das war relativ blöd eben. Da hätte ich, glaube ich, ein bisschen geschickter mich platzieren können mit dem Dark Feeling. Und hier die Leute kommen alle nach. Also im Alien-Schiff kann es ganz schön wüst aussehen. Und da bereiten wir uns vor. Man darf übrigens auch nicht zu lange in diesem Rauch hier drin stehen bleiben. Das kann auch auf Dauer sehr schädlich sein. Okay, wieder nichts passiert. Und jetzt werden wir hier mal die Tür aufmachen. Und ja, oh, leider alles zerstört. Ich glaub's nicht. Wir uns hier mal den einen Schlangenmensch vornehmen. Oh, reinlaufen wollte ich eigentlich nicht. Och, Asurana, was ist los? Scheiße. Scheiße. Das könnte jetzt echt gefährlich werden. Oh nein. Oh, hast du ein Glück, dass der jetzt nicht rauskam. Der hat sich hier von der Position her leicht verändert. Und schön einen mitgegeben. Ja, und hier ist alles kaputt hier drin. Muss doch nie sein. Das Schiff ist auch so groß, es hat jetzt zwei Eingänge. Hier hinten ist der zweite. Und da werde ich jetzt mal den Dark Feeling mitnehmen. Dass wir quasi hier von zwei Seiten da reinlaufen. Hier oben gucken wir immer nochmal, dass wir da nicht versehentlich jemanden begegnen. Hier nochmal vielleicht uns hinter dem Kaktus verstecken. Mr. Dordain, den stellen wir auch nicht so mitten in die Pampa rein. Das reicht eigentlich, wenn wir den hier unten stellen. So, nur ich bin wirklich, geht mal schnell gucken, ob da vielleicht jemand drin ist. Ist niemand drin? Hm. Dann gehen wir mal schnell wieder raus. Warten mal, gehen wir mal ab. Nichts passiert. Und hier ist jetzt der Fahrstuhl, da können wir jetzt nach oben fahren. Oh. Da ist doch noch einer. Ja, müssen wir schauen, vielleicht ein Schnellschuss. Oh, der hat gesessen, sehr schön, sehr schön. Nur ich bin wirklich, sichert hier mal den, den Aufzug ab. Und ja, ich würde sagen, hier erstmal ein kurzer Cut und was vom UFO übrig ist, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.